Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, sind wir bei mir zu Hause und eigentlich wollte ich dieses Video auch gar nicht machen und vor allen Dingen auch nicht hier. Und es geht darum, dass ich, ich wollte das eigentlich schon länger machen, wollte euch erklären, was Sache ist und dies und das und alles erklären, alles aufdecken, alles sagen, was Sache ist und ja. Gerade kam noch ein Kommentar rein, vor 34 Minuten ungefähr. Also steht hier zumindest noch, ich bin selten nicht aktualisiert. Das hat so das Fass zum Überlaufen gebracht, so von wegen, ja, ne, du, ich wollte das Video eigentlich, wie gesagt, nicht machen und dann kam das rein, dann, ne. So, also, ganz klar, Projekte sind nicht abgesagt. Von vornherein, also das Projekt 2017 mit der Limousine geht natürlich weiter, das Auto ist noch da. Ich habe auch schon ein Motor gekauft, nur so zur Info. Also, es passiert bei solchen Videos, ich muss euch das mal ein bisschen erklären, ich weiß nicht, ob ihr das versteht oder ob ihr das nicht verstehen wollt, zumindest einige. Solche Videos sind aufwendig, egal ob ich die schneide wie Müll oder ob die hochwertig produziert sind oder was auch immer, es ist viel Arbeit im Voraus. Man muss die Sachen planen, man muss die Sachen kaufen, wenn man die nicht zur Verfügung hat. Wenn man natürlich jetzt eine Limousine kauft, wo der Motor kaputt ist vielleicht, oder also wenn man jetzt ein Auto kauft, wo man einfach den Motor rausmacht und aus seinem alten Auto reinmacht oder sowas zum Beispiel. Natürlich muss ich da nicht einen Motor kaufen gehen oder muss ich da mich großartig Sorge machen, dass ich alle Teile habe oder was auch immer. Muss man nicht. Ganz ehrlich nicht. Muss man nicht. Das ist Plug and Play. Normalerweise, wenn man gut ist, schafft man das in einem, vielleicht zwei, maximal drei Tage ohne Probleme. Sagen wir mal einen Tag raus, einen Tag alles zusammenbauen, also alter Motor raus, dann clear, also sauber machen und so weiter und dann neuer Motor rein. Fertig. Sollten in drei Tagen drin sein. Sowas, wenn man das nicht zur Verfügung hat, muss man sich natürlich alle Teile besorgen, muss man alle Teile geschickt kriegen, wenn man was bestellen muss und so weiter. Und das regt mich dann auf, wenn dann solche Kommentare wie jetzt gerade gekommen sind und zwar, ich sag jetzt nicht wer, ihr werdet das denke ich mal selbst wissen, ist vom letzten Video. Oh Mann, so ein Morks. Mein Abo ist weg. Projekt geht nicht mehr voran. Nur noch mehr Shorties. Ich meine, ich habe vor, das ist schon ein paar Wochen her oder ein paar Monate her, da habe ich euch mal gefragt, ob ich euch so mitnehmen soll, wenn ich irgendwas nebenbei mache. Jetzt nicht direkte, ich sag jetzt mal, nicht direkte DIY-Videos, so von wegen, hey, so baut man einen Kühler aus, so baut man das aus. Ne? Klar ist das interessant für die Leute, die das wissen wollen und auch wissen müssen. Ich meine, meine Videos werden geguckt, weil man sowas braucht. Ich gehe jetzt oder jeder andere, der diese Videos macht, egal wer. Gibt ja noch ein paar andere Leute von mir, ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel, wie wird diese Türverkleidung ausgebaut oder, keine Ahnung, ne? Das ist ja was ganz anderes. Das sind nicht feste Abonnenten, die dich als Person sehen wollen, sondern das sind Abonnenten oder nicht mal Abonnenten, die deine Videos gucken oder meine Videos oder irgendjemand anders seine Videos, weil sie genau das suchen. Ich spreche jetzt mal dich persönlich an. Stehst mit deinem Auto draußen auf deiner Straße, dir ist jetzt irgendein random Teil kaputt gegangen und du möchtest wissen, wie das eingebaut wird. Das erste, was du machst, du googelst es. So. Und wenn du dann ein Video findest dazu, wie das erklärt wird, ist es genau das, was du gesucht hast. Also speziell das, was du gesucht hast. Nicht das, was du sehen willst von demjenigen, sondern das, was du gesucht hast. Und ich habe gefragt, hey, wollt ihr so roundabout was sehen, was ich so nebenbei mache und so weiter. Da kommen wir auch noch gleich zu was anderem. Und da hieß es, na klar, zeig uns alles, was du machst in der Garage, so nebenbei und so weiter. Jeder, der so eine Hobbygarage hat oder eine Hobbywerkstatt oder was auch immer, der macht vieles nebenbei. Viel mal da an seinem eigenen Auto, dann an anderen Autos. Ich zum Beispiel an Justin seinem zum Beispiel machen wir viel, was wir nicht filmen, weil entweder möchte er es nicht, dass wir es filmen, entweder habe ich keine Zeit dafür, das zu filmen, weil das halt vielleicht schnell gehen muss oder was auch immer, oder was dazwischen kommt, weil noch jemand anders. Gestern zum Beispiel waren insgesamt, ich glaube, drei Leute bei mir in der Halle, wo ich irgendwas gemacht habe dran. Bei dem einen war es ein Ölwechsel, bei dem anderen war es Kabelbaum von der Heckklappe. Dann bei Justin haben wir noch was gemacht, dann haben wir an der Projektlimousine haben wir was vorbereitet und so weiter. Das ist alles aufwendig und manche Leute verstehen das einfach nicht. Und das möchte ich halt einfach mal klarstellen, dass das halt nicht von heute auf morgen funktioniert. Und wenn ich das von heute auf morgen machen würde, werden nur Fehler drin gemacht und oder es wird scheiße. Ganz einfach. Dann zu einem Punkt, und zwar fragen mich viele Leute, oder haben mich auch schon viele dann geschrieben, warum kannst du das so mitten am Tag und sowas machen? Weil, ganz klar, ich arbeitslos bin.
Und das sage ich auch jetzt nicht, ohne irgendwie mir jetzt hier irgendwas ankreiden zu lassen oder was auch immer. Ich bin arbeitslos aufgrund meines Gewichtes. Und ja, ich bin fett. Ja, und ich weiß es. Es ist so, ich muss damit leben. Es ist meine Sache. Es ist meine, ich sag jetzt mal, Krankheit. Ihr merkt schon, dass ich mich ein bisschen so ärgert alles. Aber es ist meine Sache. Ich möchte keine negative Energie hier auf dem Channel verbreiten oder was auch immer. Ich bin übelst froh über jedes Kommentar, wo geschrieben wird, hey, super Arbeit, mach weiter, nice Video und so weiter. Ich liebe das, ich schwöre, das motiviert einen weiterzumachen, sowas. Aber ich hasse es richtig, wenn sowas geschrieben wird. Von wegen, ich habe jetzt eine Woche lang immer mal so alle zwei Tage ein Shorty gemacht. Das mache ich für euch, nicht für mich. Das hat nichts damit zu tun, ob ich die Videos hochlade oder was auch immer, dass ich dafür, ich sag jetzt mal, Geld kriege. Geht auf Social Blade, guckt euch die Seite an, socialblade.com, gebt da meinen Namen ein, den Kanalnamen, KTechYT, und guckt, wie viel Geld ich bekomme für die Videos. Das ist nicht mal ansatzweise so viel, so, um das mal klarzustellen. Weil ihr merkt das, ne, dass ich so richtig sauer bin. Aber das hat nichts mit euch, mit den Leuten zu tun, die super cool sind, die mega nice auf dem Channel sind. Das hat einfach nur mit den Leuten zu tun, die manchmal nicht verstehen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das wollte ich einfach mal erwähnen. So, und jetzt wieder zu positiver Energie. Meine Güte. Ihr dürft mich noch nicht falsch verstehen. Ich bin nicht sauer darüber. Ich ärgere mich halt einfach ein bisschen persönlich darüber. Und ich muss das einfach mal sagen. Vielleicht muss das auch einmal so raus, so von wegen, hey, ne, dieser Kanal ist über mich, was ich mache. Was ich mache, an welchem Auto ich arbeite, an meinem Auto, an einem Projektauto. Mein Auto war ja vorher mein Projektauto, beziehungsweise ist immer noch mein Projektauto. Das verstehen auch viele vielleicht falsch. Aber wollen wir das mal jetzt außen vor lassen. Ich gehe mal so ein bisschen die Kommentare hier durch, weil da sind auch ein paar Sachen, die ich noch nicht beantwortet habe, weil viel dieselben Kommentare sind und ich nicht immer von wegen, da schreibt einer so, also wenn ihr einen Kommentar unter ein Video schreibt, schreibt das, wenn ihr dasselbe habt, was schon geschrieben wurde, dann liked dieses Kommentar einfach. Weil wenn ich nämlich sehe, dass dann fünfmal dasselbe geschrieben wird und ich müsste theoretisch fünfmal dasselbe antworten, ist auch nicht so cool, ne? Das ist ja ein Copy-Paste oder was auch immer. Deswegen, ich versuche dann immer so ein bisschen individuell zu antworten, aber das ist halt manchmal auch ziemlich schwer, wenn dann fünf Kommentare genau dasselbe sind. So, gehen wir mal weiter hier. Und zwar, das mit den Schlaggewichten bei dem letzten Video im Shorty 46, glaube ich. Habt ihr quasi, ich sag jetzt nicht gemeckert, aber halt so drüber diskutiert, warum, dass das Fusch wäre, beziehungsweise das, warum auf Alus geschlagen wird. Auf Alufelgen wird tatsächlich geschlagen. Wenn, er hat mich gefragt gehabt, also ihr dürft das nicht falsch verstehen, er hatte mich gefragt gehabt, ob ich möchte, dass es geschlagen wird. Ich habe gesagt, innen kannst du von mir aus schlagen, ist mir egal. Außen nein, logisch. Vorher war außen geschlagen. Diese Felgen, die ich da gezeigt habe, das sind die ich aktuell drauf habe. Das sind nicht die BBS-Felgen, das sind meine Winterreifen. Das ist mir vollkommen egal, wie die aussehen. So, ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Das sind mehrere random Kommentare, weil ich in der letzten Woche ein bisschen mehr Videos gemacht habe. Und für euch. Einfach so random, Shorty da, Schrottplatz da, was auch immer. Ich hätte sogar noch ein Schrottplatz-Video. Haben wir gestern gemacht. Das ist nicht mal ein Schrottplatz-Video, nicht falsch verstehen. Das ist ein Vlog quasi. Das ist, vom ganzen Tag habe ich einfach gefilmt, was wir den ganzen Tag gemacht haben. Wir sind morgens zum Schrottplatz gefahren und so weiter, aber das seht ihr dann in dem nächsten Video. Weil ich werde es trotzdem hochladen, auch wenn es die meisten Leute vielleicht nicht interessiert. Aber für mich ist das so, ich kann mir später, wenn ich noch älter bin, als ich schon bin, mir das Ganze mal angucken und einfach mal so durchgucken, was ich so gemacht habe die letzten Jahre. Und ich finde das eigentlich ganz geil. Guckt euch mal das erste Video von uns an oder das zweite, dritte Video. Da werdet ihr schon einen kleinen Unterschied merken, was auch qualitätmäßig ein bisschen was geändert. Und ich meine, vielleicht ist es auch manche Sachen vielleicht in den negativen Bereich, aber auch viele Sachen in den positiven Bereich. Ich meine, ich will mich davon nicht freisprechen, dass wir mit Thomas zusammen vielleicht ein bisschen andere Videos gemacht haben. Es ist aber einfach, wenn man alleine ist, ein bisschen schwerer, das Ganze so umzusetzen. Aber das solltet ihr schon verstanden haben. Boah, gehen wir mal weiter hier. Und zwar wurde bei dem Boa geschrieben vom Sven. Ach so, scheiße, das war noch eine andere Sache, aber das haben wir gleich. Wurde hier noch geschrieben, 12 Liter bei 120 km/h ist zu viel. Bei gleichem Tempo, bla bla, Golf 4 schafft er 8,5. Ja, 12,7 Liter, die da angezeigt wurden, ist aber auch nur, weil erstens, wir haben ihn nicht zurückgesetzt. Zweitens, das Auto haben wir gerade gekauft, wir sind keine 50 Kilometer damit gefahren. Sven hat es gekauft. Und wo wir zu Hause waren, waren wir schon, glaube ich, unter 10. Also, und das waren gerade mal 170 Kilometer oder sowas. Aber ihr wisst, was ich meine. Also von 12,7 oder was das war, 12,5,
sind wir runter auf unter 10, ich glaube 9,8 oder ich glaube, es war genau 10. Aber das habe ich glaube ich sogar geantwortet auf das Kommentar. Hört euch das genau an, was wir sagen. Nicht darauf beruhen, hey, da steht 12 Liter, was ist ja viel zu viel. Genauso wie ich das gesagt habe bei meinem Auto, dass ich den, was habe ich den gefahren? Ich glaube auch auf 10 Liter, 10,2 Liter oder sowas. Oder 10,9, 10,6. Für den Touring, für den schweren Touring, in Klammern schweren Touring, aber er ist schwer. Dazu kommt noch, dass er Facelift ist, also er hat viel Technik, also viel Steuergeräte und so weiter. Das gibt natürlich Vor-Facelift-Modelle, die wesentlich leichter sind, auch wenn sie dasselbe Auto sind. Zum Beispiel stellt eine Limousine von 97 oder 98 oder stellt eine Limousine, ich sage jetzt speziell vom E36, von 91. Das sind weit über 200 Kilo Unterschied. Das ist halt unglaublich eigentlich. Klar, dass er vielleicht dann weniger verbraucht oder mehr verbraucht oder was auch immer. Spielen viele Sachen, sogar die Reifen spielen eine Rolle, falls das einer nicht wusste. Ob der Reifen vielleicht ein bisschen Luft verloren hat über die Zeit, ob es die Winterreifen, ob es die Sommerreifen sind und so weiter. Kommt alles dazu. Und zwar, was ich noch zum Projekt von uns sagen wollte, es ist ein bisschen random durcheinander, aber ich hoffe, ihr versteht's. Ich muss mal kurz Luft holen, eine Sekunde. Und zwar noch was. Warum das Projekt zwischendurch nicht weitergeht, also das Projekt 2017, die Limousine, ist, weil es nicht nur mein Auto ist. Ich habe das zwar gekauft, das gehört mir, aber es ist ein Projektauto von uns allen. Das ist ein Projektauto von Justin, Sven und mir. Wenn die beiden nicht können, muss ich alleine ran. Habe ich keine Zeit oder mache gerade was anderes, muss da was machen, etc. Ist halt keine Zeit dafür da. Es wird weitergehen, es wird gemacht. Ich mache im Hintergrund viel, was für das Projekt ist, viel, was für andere Projekte ist und so weiter. Oh, gut, weiter geht's. TR Technics, letzte Müll, schämt ihr euch nicht, sowas zu verbauen? Da geht's um das E30 Video, das ist eins unserer ersten Videos, das war noch mit Thomas zusammen. Nein, schäme ich mich nicht, ehrlich gesagt, weil der Auspuff hat weit über 4 Jahre gehalten, ohne ein bisschen Rost anzusetzen. Es geht hier um Auspuff. Also Angel Dämpfer. Und ich bin auch vollkommen zufrieden mit meinem, ehrlich gesagt. Dass der auf dem Weg mit Robert seinem Kompakt da abgefallen ist, ist eine andere Geschichte. Das ist nämlich nicht aufgrund von dem Angel Dämpfer gewesen, sondern aufgrund von der Cut-Seite, also von dem originalen Flansch von BMW. Also mehr oder weniger könnte BMW die Schuld geben. Also ist halt über die Jahre weggerostet. Passiert. Das wird jeder Fünfte haben oder jeder Vierte sogar, vielleicht sogar jeder Dritte, wer weiß. Boah, war ich nie ein Fan von, lieber der Passat. Ist ja theoretisch dasselbe, ne? Ach, auf das kommt, habe ich sogar geantwortet. Ja, ich bin eigentlich kein kein VW-Fan, aber Oldschool-Autos der Bohrer und noch als V6 ist cool. Ja, das stimmt wohl. Ich mag die alten Autos auch ungemein und ich mag sowas auch. Also ich mag auch an alten Autos zu arbeiten, weil nicht so viel Computertechnik. Obwohl Computertechnik nicht verkehrt. Ich sag jetzt, was ich cool finde, das bedeutet aber nicht, dass das andere schlecht finde. Dann hat der Jens hier geantwortet. Apropos Jens, wenn ich das letzte Mal da gewesen bin mit meinem Auspuff, nur weil jemand schon ein Abo bei ihm dagelassen hat, heißt das nicht, dass ich nicht mehr dahin fahre. Weil der Jens ist ein cooler Typ, der hilft mir ungemein und hat auch viel Ahnung. Ich war vor 3 Tagen war ich schon wieder bei ihm und hab was abgeholt. Aber das werdet ihr noch sehen. Ja, was haben wir denn noch hier? Schicker Bohrer, aber der Golf 2 gefällt mir mehr. Ehrlich gesagt, mir auch, wirklich. Ich finde den Bohrer aber cool. Also nicht scheiße, sondern wirklich geil. Aber der Golf 2 ist cooler. Ja, definitiv. Ja, da war noch eine lustige Sache. Mir hat jemand privat geschrieben, dass ich mal, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist. Ich glaube, bei Facebook war das. Da hat mir mit privat geschrieben, ob ich nicht mal auf den Schrottplatz gehen kann, wo der Patrick drauf geht. Und ich meine, das dazwischen liegen, zwischen mir und ihm liegen gefühlte, ich glaube, 600 Kilometer. Wenn nicht sogar noch mehr. Nein. Nein. Dann habt ihr vielleicht gesehen, bei Instagram habe ich ein paar Sachen gepostet, was wir jetzt mit meinem Auto machen. Also sind noch ein paar Sachen zu machen. Ölwechsel komplett. Ölwanddichtung. Also wird auch neu gemacht. Ölwand-Filtergehäuse-Dichtung wird neu gemacht. Dann habe ich eine Ventildeckeldichtung mit dem Plastikdeckel und eine neue Dichtung. Dazu kommt aber, dass mir da noch was fehlt. Es sind in der Mitte sind so, wie soll ich das erklären? Das sind so Stifte in der Mitte und die haben wir vergessen rauszumachen, wo ich die, ich habe den Ventildeckel am Schrottplatz gekauft. Den habe ich vergessen irgendwie rauszumachen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
Auf alle Fälle fehlen die oder ich habe sie irgendwie verlegt. Also ich habe keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Aber es sind auf alle Fälle die, die zwischen den Zündkerzen sind, wo die mit festgeschraubt wird. Also in der Mitte halt. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich habe sie auch nicht in einem Teilekatalog gefunden. Muss ich mal mit dem Teil nach BMW fahren und fragen, ob die da haben. Die werden ja auch nicht die Welt kosten, von daher. Natürlich positive Sache hier noch am Ende. Ich möchte mich bei euch bedanken. Und ich möchte, dass ihr nicht immer alles ernst nehmt, was ich sage. Also wenn wir ein bisschen Spaß machen, ne, dass da halt so Sachen vorbeikommen. Ich bin kein Mechaniker. Nicht vergessen. Ich bin kein Mechaniker. Ich bringe mir mehr oder weniger alles von Hörensagen im Internet oder was auch immer bei. Und das muss nicht immer alles richtig sein. Ne? Das muss nicht immer alles richtig sein. Und wenn ich mich mal vertue, dann schreibt das in die Kommentare. Sagt aber nicht von wegen, hey, du bist doch behindert. So macht man das nicht. Absoluter Fusch. Das gehört sich nicht. Ob sich das gehört oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. In der Hinsicht ist es aber... So jemand wie ich lebt davon, dass man das ordentlich sagt. Dass man das halt ordentlich rüberkommt. Dass man Kritik ausdrückt und nicht rummotzt. Das sind zwei verschiedene Dinge, die viel wert sind manchmal. Ich arbeite doch besser, wenn jemand zu mir sagt, hey, komm mal her, du hast das zwar cool gemacht, aber so und so hätte vielleicht besser funktioniert. Anstatt, ist doch scheiße, ne, du morgst, ich bin weg, hau rein. Da kann ich aber nicht lernen von und kann nicht sagen, hey, wie hätte ich das denn gerne besser gemacht oder so. Das sind viele Sachen und ich will auch nicht, wie gesagt, negativ werden. Ich wiederhole mich auch, schätze ich mal, schon wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Für die Leute, die immer noch meinen Channel gut finden und das auch zu wissen, zu supporten und so weiter. Ich wollte in dem Video einfach mal so ein bisschen was klarstellen, auch das, was meine Arbeitssituation angeht. Weil viele denken, dass das alles so aus der Luft ist. Ich kann mir nicht einfach mal, da war auch letztens ein Kommentar oder was geschrieben, von wegen, kauf dir lieber das und das oder kauf dir lieber den und den, das auch das Auto oder was auch immer. Ja, ich habe jetzt keine 2000 Euro hier rumliegen, wo ich einfach mal sagen, ja komm, YOLO, lass uns mal einen 12Z-Motor kaufen oder so ein Scheiß. Habe ich nicht. Will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Das sind immer so die kleinen Dinge, die vielleicht zählen, wo man halt, warum soll ich was einbauen, jetzt mal logisch überlegt, ich nenne mich jetzt einfach mal YouTuber. Als YouTuber überlegt, warum sollte ich das filmen, wo die Zuschauerzahl auf meinem Channel, also die Zielgruppe auf meinem Channel so klein ist, dass es vielleicht 10 Leute interessiert, die anderen das zwar gucken, aber dann vielleicht, hey, das interessiert mich eher weniger, mach doch lieber was anderes. Aber ihr versteht, was ich meine und deswegen. Die Leute, die supporten, die den Channel gut finden, immer noch Daumen hoch, ich liebe das, ich liebe auch die Leute, die das machen, definitiv. Ich habe mich jetzt schon mit ein paar Abonnenten getroffen, mega nice, super Persönlichkeiten, auch deren Autos natürlich, super. Ne? Zum Beispiel auf dem La Familia war einer mit einem Astra G, mit einem so einem grünen, ich weiß nicht, ich habe den Namen glaube ich vergessen. Ich habe das sogar letztens geschrieben, wegen den BBS-Felgen. Jan war auch bei mir schon in der Halle, der hat schon ein paar Sachen gekauft. Deswegen. Wenn man mal Ersatzteile braucht, ihr könnt mich auch per E-Mail anschreiben, wenn ihr irgendwas braucht. Wenn ihr wisst, dass ich das habe, schreibt mir eine E-Mail. Wenn ich das habe, dann könnt ihr das auch gerne haben, ehrlich gesagt. No. Aber jetzt genug mit der Negativität in diesem Video, das wird sowieso schon viel zu lang und ich denke mal, dass auch einige Leute das nicht gucken werden bis zum Ende. Deswegen machen wir einen kleinen Test. Genau, mein Motto auch zum Schluss hier, genau, schreibt das in die Kommentare, schreibt #StayAwesome in die Kommentare, wenn ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Und ihr awesome seid oder awesome bleibt. Haut rein, bleibt wie ihr seid und verändert euch nicht wegen irgendeiner Scheiße, sondern bleibt so, seid nicht immer mad, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ihr das wollt. Und ich bin es auch nicht mehr, weil jetzt habe ich meinem Frust etwas Luft gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder und es wird weitergehen. Jedes Projekt, was angekündigt wurde oder angefangen wurde, wird weitergehen. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Haut rein. Peace.